Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin, heute mal aus einem anderen Umfeld. Ich bin heute mal wieder bei Greator. Ihr kennt das wahrscheinlich als Gedankentanken, beziehungsweise als Business Factory. Und Gedankentanken veranstaltet ja die Rednernächte, da war ich auch schon ein paar Mal. Und Business Factory bietet auch Tagesseminare an in ihrem Programm. Und da war ich bisher, glaube ich, zwei, dreimal. Und heute jetzt eben wieder, Thema Social Media, in einem, also es ist in Köln das Ganze, wir haben ungefähr 60 Teilnehmer. Und die größte Challenge, die einzige Challenge sehe ich hier mit Corona, alter Schwede. Ich habe es ja im Video vor ein paar Tagen oder gestern erwähnt, dass ich ja einen Test machen musste. Und deswegen wäre dieses Event auch fast ins Wasser gefallen. Aber es ist alles dann nochmal gut ausgegangen. Und deswegen freue ich mich extrem, heute hier zu sein. Es hat sich echt einiges verändert mit diesen Offline-Sachen. Alleine, weil mich der Techniker eben gefragt hat, ob er mir das Mikrofon abnehmen darf oder ob ich mir es in der Mittagspause selbst abnehmen will. Da habe ich wieder gemerkt, oh krass, Alter, in was für einer Zeit wir eigentlich leben. Ne? Alles hat sich so, ey, also mit Abstand und ja, also die Sicherheitsregeln werden ja alle eingehalten. Ich habe vorhin dann überlegt, ich würde gerne noch so ein Brett aufhängen, wo die Leute dann ihre Aufgaben hinpinnen können. Und dann war auch schon wieder der Gedanke, ja, aber Abstand halten und mit welchem Stift einen hinlegen, den alle nehmen. Beim Hotel, beim Einchecken, Kugelschreiber, der wird weitergegeben, muss erst desinfiziert werden, muss neuen Kugelschreiber. Ey, es ist so crazy, Freunde. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Aber wenn du mit Profis arbeitest, ist trotzdem irgendwie da noch ein Weg, wie man das alles möglich machen kann, mit allen Einhaltungen, die man eben, alle Vorkehrungen, die man treffen muss. Und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein. Und ihr bekommt jetzt noch einen kleinen Einblick. Der Dennis ist mit dabei und soll einfach mal so ein paar, wie nennt man das, Dennis? B-Rolls? Ja, mal ein bisschen B-Rolls. So Einblendungen, ein bisschen mit einfangen, dass ihr ein kleines Gefühl dafür bekommt, wie so ein bisschen die Stimmung war. Aber das sind wirklich nur ein paar wenige Sequenzen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder dann beim nächsten Video. In diesem Sinne, Freunde, bis dann.